In dieser Herbstzeit wird Ernte eingefahren und in der It's autumn now and it's time for the harvest now. Ja. Genau, und viele, viele Landwirte freuen sich über die Ernte. Many farmers are glad about the harvest. Wenn wir die Bibel aufmerksam lesen, if we read the Bible very carefully, wir sehen sinnbildlich auch eine Geschichte über Ernte. We also see the context of harvest. Zum Beispiel, wir werden das nicht vorlesen, ich möchte das nur erwähnen. We don't read it, but I want to. Zum Beispiel in der Offenbarung geht es um die Ernte. Da geht es um die Ende der Zeit, Ende der Menschheit. In the Revelation, we read about the harvest, harvest of time, harvest of manhood. Und die Bibel sagt, dass die Menschen hinreifen. And the Bible tells us that people get mature, become mature. Manche zum ewigen Verderben, manche zum ewigen Leben. Some go to condemnness and some become mature for the eternal life. Das ist die Geschichte über uns. That's the story about us. Wir sind ein Teil dieser Geschichte. We are part of this story. Was reift in mir? What becomes mature in me? Einer der wichtigsten Fragen eigentlich. One of the important questions. In welche Richtung entwickle ich mich? In which direction do I develop? Die Erntezeit für einen Landwirt, für einen Farmer. The time for harvest for a farmer. Ist eine Zeit der Freude, wenn alles gut gelaufen ist. It's a good time full of pleasure if everything goes all right. Und das ist eine Zeit der Trauer, wenn er wenig einfahren konnte oder wenn alles, was gereift ist, war nur Unkraut. And it's a time of mourning and grief if there's only growing what you can't need, what you can't eat. Und wir können auch einen Rückblick machen auf unser Leben, jeder auf seins. And we can take a view back on our own life, each person on his or her own life. Was reift in mir? What reifst in me? Und an der Stelle, wenn wir diesem Gedanken folgen, in der Ewigkeitsperspektive, dass wir irgendwann vor Gott stehen. And if we follow this thought about eternal life, that we one day will stand before the throne of God, dann können wir zwei Fehler machen. We can do two mistakes. Fehler Nummer eins. Number one. In einen wilden Aktionismus verfallen. Fall into wild actionism. Wenn wir versuchen, so viel wie möglich Frucht zu produzieren. We try to produce fruit and fruit more and more. Und dabei verfolgen wir einen Leistungsgedanken. And we are under pressure of doing and doing and working. Was habe ich erreicht? What do I reach? What did I reach? Was kann ich vorweisen? What do I have to show? Wenn ich irgendwann vor Gott stehe, möchte ich ihm präsentieren all die Früchte meines Lebens, die ich erreicht habe. Someday when I stand before the throne of God, I want to present him all the fruits I. Und wenn ich daran denke, dann kommt mir ein Bild von Kain vor Augen. And thinking about that,
I see the picture of Kai. Er war wahrscheinlich auch ganz stolz auf seine Ernte. Surely he was very proud about what he had in his harvest. Aber wir lesen, dass Jesus zu manchen Menschen sagt. But we read that Jesus says to some people. Am letzten Tag. On the last days. Ich kenne euch nicht. I don't know you. Und dann erwidern die Menschen. And they answer. Wir haben doch gepredigt, wir haben Dämonen ausgetrieben, wir haben Wunder getan in deinem Namen. We preached and we sent away the demons in your name. Und Jesus antwortet ihnen, weicht von mir, die ihr Unrecht tut. And Jesus answers them, go away, you do so much unrighteousness. Wir sehen also, dass wir Gott nicht beeindrucken können mit dem, was wir erreichen im Leben. You see, we can't impress God with all that we reach in our life. Denn alles, was wir erreicht haben im Leben, eigentlich haben wir ihm zu verdanken. Because everything we reach in our life, we reached in our life. Das war sein Wirken. We have to thank him because it's his doing in our life. Und wir haben keinen Grund, stolz zu sein. And there is no reason to be proud. Der zweite Fehler ist. The second mistake is. Wenn wir eine passive Position einnehmen. If we take a very passive position. Wenn wir sagen, es reicht mir, wenn ich gerettet bin. And if we say, it's enough for me, if I'm saved. Ich bin froh, wenn ich irgendwann über die Schwelle kann. I'm so happy to go, to step into the kingdom someday. Einfach durch das Tor in Himmelreich gehen, das reicht mir. Go through heaven's gate. It's enough for me. Und das Minimum, was ich dafür erreichen, einsetzen muss, um das zu erreichen, möchte ich tun und nicht mehr. I want to do only the minimum to reach that and nothing more. Und diese Menschen haben eine Vorstellung davon. And they have an imagination of that. Was es heißt, what it means, ein guter Christ zu sein. Be a good Christian. Die gehen fleißig in die Kirche. I go to church Sunday by Sunday. Machen alles, was Christen so tun. Do everything good Christians do. Fürs Essen beten. Pray for the food. Am besten Kinder auch in die Kinderkirche schicken. Children to the children's church. Alles richtig machen. Nur um gerettet zu werden. Do everything right only to be saved. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass diese Menschen auch enttäuscht werden. My feeling is that these people also will be disappointed. Wenn sie vor Gott stehen. When they stand. Wenn sie zurückblicken. If they have a view back. Und sowohl Gott als auch die selbst werden sich fragen, wo ist die Frucht? And God and they themselves will ask, where is the fruit of your life? Deswegen wollte ich dieses Thema thematisieren, ist ein bisschen blöd formuliert, dieses Thema aufgreifen. So I wanted to talk about this thing. Und wir starten im Johannes-Evangelium, Kapitel 15. So we start in John chapter 15. Was sagt Jesus darüber? Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Wir lesen Verse 1 bis 5. Jeder Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg, und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, auf das, die mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir. Und ich in euch, gleich wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock. Also auch ihr nicht, ihr,
Also auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. Ein bisschen schwäbisch, sorry. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, dieser bringt viel Frucht, denn außer mir könnt ihr nichts tun. Jesus says, I am the true vine, and my Father is the wine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away, and every branch that bears fruit, he prunes, that I may bear more fruit. You are already clean because of the word which I have spoken to you. Abide in me and in you. As the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit, for without me you can do nothing. Jesus unterstreicht, wie wichtig es ist, Frucht zu bringen. Jesus underlines how important it is to bear good fruit. Denn wenn die Frucht ausbleibt, ist diese Rebe in Gefahr. Because if there is no good fruit, this branch is in danger. Dieser Gedanke allein spornt viele Menschen an zu diesem Aktionismus, von dem ich gesprochen habe. And on this thought motivates people for that actionism I talked about. Aber was ist diese Frucht? But what does this fruit mean? Sind das Stunden, die ich gebetet habe? Does it mean hours I prayed? Ist das Anzahl der Menschen, die ich in die Kirche geschleppt habe? Does it mean the number of people I draw into the church? Was ist diese Frucht? What does that fruit mean? Lasst uns aus Epheser 5 lesen. Let's read in Ephesians 5, Vers 9. Verse 9. Denn die Frucht des Lichts besteht in aller Gütigkeit und Gerechtigkeit und Wahrheit. For the fruit of the Spirit is in all goodness, righteousness and truth. Mich wundert, dass in dieser Übersetzung Frucht des Lichts steht, weil in allen anderen, die ich gelesen habe, auf Deutsch und Russisch steht Frucht des Geistes, aber wir verstehen, was gemeint ist. I think it's a little strange that in the German translation we read about the fruit of the light, because in all other translations, for example in this English one, we read for the fruit of the Spirit. Ein ähnlicher Gedanke kam auch von Paulus, als er an die Galater geschrieben hatte, Kapitel 5. Paul thought like that when he wrote Galatians 5, ja. Vers 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freudigkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, joy, kindness, goodness, faithfulness. Sorry. Es geht hier nicht um die Leistung. It's not all about how much we work. Es geht, und es ist schwer messbar. And it's not so easy to find a measure for that. Das ist irgendwie flüchtig. Sorry. It's diffus. Sorry. Das ist nicht handfest. Also wir können das schwer kontrollieren. It's not so easy to control. To control. Hard to control. Und dennoch. But. Das ist etwas, was unser Geist produziert. Something our spirit produces. Wenn wir mit Jesus zusammenleben. When we live together with Jesus. Wenn sein Geist uns erfüllt.
if we are filled by His Spirit. Tag für Tag. Day by day. Dann kommen solche Sachen raus. So that would be the fruit. Wir produzieren automatisch Liebe, Freude, Treue und alles, was da aufgezählt wurde. Automatically we produce love, joy, peace and so on. Und diese Eigenschaften, die finden auch einen Ausdruck. And this Eigenschaften? Eigenschaften. Nobody knows what trouble I've seen. Eigenschaften. Eigenschaften. Ask Google, please. Sorry. Characteristics of us. Mm. Something like that. Ja, das trifft gut, finde ich. Die finden einen Ausdruck. They find a way to express. Mm. Genau. Das heißt, es ist nicht nur etwas, was ich fühle. It's not only something I feel. Sondern das gestaltet auch mein Leben von innen nach außen. But it creates my life from inside to the outside. Und ich finde, das ist genau diese goldene Mitte zwischen diesen zwei Feldern, die man machen kann. And that's exactly the golden mid between that two mistakes you can do. Dieser blinde Aktionismus, den wir manchmal beobachten. Blind actionism, sometimes you see sometimes. Ist einfach falsch gegründet. Also hat eine falsche Motivation dahinter. Wrong motivation behind it. Solche Menschen wollen alles selbst kontrollieren. And people like that want to control everything by themselves. Aber wenn wir aus dem Geist leben, what if we live outside of the motivated by the Spirit, dann sind wir von ihm abhängig. We depend on him. Wir können nur so viel herausbringen, wie er uns gibt. We can only bring outside so as much as he gives us. Und das ist eine wichtige Lehre, die wir für uns irgendwann mal verstehen sollen. And that's an important teaching we should understand someday. Das ist wie bei dieser Wanderung durch die Wüste. It's like wandering through the desert. Wenn Gottes Geist aufgefahren ist in Form eines einer Wolke. When God's Spirit grew up like a cloud. Dann stand das ganze Volk, packte Sachen und ziehte dieser Wolke nach. The whole people, nation, stood up, took their stuff, nein, package, nicht stuff, das sind die Mitarbeiter, oder? Oder beides? Zeugs, stuff, ja, they took their stuff, okay. Und wenn die Wolke stehen blieb, dann blieb auch das Volk stehen. And if the cloud stood, they stood too. Es macht keinen Sinn, vor Gott kopflos zu rennen. It doesn't make any sense to run before God without using your mind. Ich finde Ruhe in dieser Botschaft. I find rest in that message. Wenn wir mal für einen Menschen beten, if we pray for somebody, dass er geheilt wird, that he should be healed, hat schon jemand erlebt, dass nach diesem Gebet der Mensch nicht geheilt wurde? Is there anybody that has the experience that that one you prayed for was not healed? Manchmal kommt eine Unruhe. Sometimes. Und wir suchen nach Antworten. Warum nicht? Ich möchte doch so. We try to find
an answer. Why not? I would love to see that he is healed. Aber ich finde, es ist wichtig zu lernen, komplett Gott abzugeben, diese Heilung. But I think it's very important to learn that we depend on God. Nicht ich heile, er macht das. Not mine. Und wenn das nicht passiert, alle Fragen zu ihm. And if that not happens, every question is his. Ich weiß, das ist ein schwieriges Thema. Ich schließe das Fenster wieder zu. I know that's very difficult. I close that window now. Das kann durchaus daran liegen, dass der betet, einen Flaschenhals darstellt. Perhaps the reason that somebody is not healed depends on the person who is praying. Oder der Kranke hat keinen Glauben. Or the sick one has not enough faith. Oder Gott heilt in dem Augenblick nicht. Oder ist es einfach nicht die Zeit? Perhaps it's not that time for healing. Das wissen wir nicht. We don't know. Wenn Gott eine klare Antwort darauf gibt, dann ist gut, wenn nicht, dann nicht. If God gives a clear answer to that, it's good. And if he doesn't want, it's okay. Zurück zu unserem Thema. Back to our theme. Wenn wir fruchtbar sein wollen, if we want to be fruitful, wir müssen dafür sorgen, dass Rahmenbedingungen erfüllt sind. We have to take care for the circumstances. Das ist etwas, was Jesus gesagt hat. That's what Jesus said. In Johannes 15. In John 15. Wenn die Reben auf dem Weinstock bleiben, dann ist alles gut. If the branches stay in him, everything's all right. Das ist der Schlüssel. That's the key. Diese Verbindung zu the ihm. Connection to him. Wir können eine Pflanze nicht in eine feindliche Umgebung verpflanzen. You can't take a plant and plant it into a surroundings like an enemy. Und erwarten, dass da irgendeine Frucht kommt. And expect that there will come good fruit. Wir können eine Pflanze rausnehmen aus ihrer Umgebung und irgendwo mitten in Wüste Sahara einpflanzen. Wir wissen, was rauskommt. You can take a plant and plant it into the desert Sahara and you know what will be the result. Oder irgendwo in die Antarktis in den Schnee reinstecken. Or you plant it into the snow in the Antarctic. Das ist eine feindliche Umgebung für die Pflanze. This surroundings is like an enemy for the plant. Gibt es feindliche Umgebungen für unsere Herzen? Does anything like that exist for our heart? Durchaus. Sure. Und wir müssen uns dessen bewusst sein. And we have to be conscious for that. Dass es durchaus Gesellschaften gibt, die für uns giftig sind. That there are societies like poison for us. Sollen wir die vermeiden? Should we go inside them? Kommt drauf an, wenn du sie beeinflussen kannst, dann nicht. If you can influence them, wenn solche Freundschaften eher dich beeinflussen, if they influence you, dann sollen wir die nicht aufrechterhalten. You shouldn't live in that. Das ist keine Aufforderung zum Weglaufen und sich zurückziehen von der Welt. It's not something like an appeal to draw yourself outside of the world. Das ist eine Aufforderung, so stark Gott zu suchen, dass wir jede giftige
Gesellschaft beeinflussen kann, dass something, er uns dafür verwendet. Something like an appeal that God wants to use you to influence each surroundings in the world. Ja. Denn wir sind dazu berufen, Licht in Finsternis zu sein. Because we are called to be light in the darkness. Wer, wenn nicht wir? Who, if not we? Da, wo es Ungeduld herrscht, ein Pol der Ruhe zu sein. But there is so much impatience not to be a pole. A point. A point of peace. Peace. Thank you. I'm all points. Yeah, we are strong together. Thank you. We are a good team. Toll, ein anderer Box. Ja, und wir müssen dafür sorgen, dass unser inneres Leben genug Nahrung bekommt. And we need to take care for that, that our internal life gets enough nutrition. Deswegen nicht vernachlässigen, das Gebet, Bibel lesen. Das ist keine Tradition, sondern das ist eine wichtige Quelle für uns. So don't leave the prayer and reading the Bible because it's an important fountain for us. In Lukas Evangelium Kapitel 6 lesen wir zuletzt. In Luke Chapter 6 we read Verse 43 bis 45. Verses 43 to 45. Denn es gibt keinen guten Baum, der faule Frucht bringt, noch einen faulen Baum, der gute Frucht bringt. Denn ein jeder Baum wird an seiner eigenen Frucht erkannt. Denn von Dornen sammelt man nicht Feigen, noch liest man von einem Dornbusch Trauben. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatze seines Herzens das Gute hervor, und der Böse bringt aus dem Bösen das Böse hervor. Denn aus der Fülle des Herzens redet sein Mund. Und nicht nur die... Sorry. Please, weiter. Translate. Okay. For every tree is known by its own fruit. For men do not gather figs from thorns, nor do they gather grapes from a bramble bush. The good man out of the good treasure of his heart brings forth good. And an evil man out of the evil treasure of his heart brings forth evil. For out of the abundance of the heart his mouth speaks. Nicht nur die Worte, sondern auch die Taten kommen aus einem Herzen hervor. Not only the words, also the deeds come out side of our heart. Deswegen ist das manchmal ein Indiz. Also das, was ein Mensch tut, ist ein Indiz dafür, was in ihm drin ist. What somebody does proves what is inside his heart. Und das ist richtig motiviert, wenn wir in unserem Dienst, den wir tun, nicht versuchen, Gott zu beeindrucken, sondern einfach seinem Geist Raum geben. And that's such a good thing if we do in our service, not everything to impress God, but wenn, to give the Spirit space in us. Und wenn die geistige Frucht in uns wächst, lässt sie uns auch nicht so passiv sein, dass wir nur Konsumenten sind. If the fruit of the Spirit grows in us, we won't be so passive
consumers. We won't be passive consumers. Denn seine Liebe drängt einen Menschen, Gutes zu tun. Because his love draws us to the good things, the good. Und solche Früchte verherrlichen den Vater. And such fruits give God honor and glory. Amen. Amen. Moin. Vielen herzlichen Dank, dass ihr hier bei diesem Video zugeguckt habt. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne diesen Kanal hier abonnieren. Unter anderem auf den wunderschönen Button hier zum Abonnieren drücken. Ihr seid alle natürlich ganz herzlich eingeladen, Sonntag in den Gottesdienst zu kommen. Manchmal haben wir auch am Samstagabend einen Gottesdienst. Das findet ihr natürlich alles auf unserer Homepage unter dem Reiter Veranstaltungen. Da könnt ihr immer wieder den aktuellen Monatsplan euch zum Beispiel auch angucken oder zum Beispiel gucken, wann zum Beispiel auch alle anderen Termine gerade von unserer Gemeinde einfach gerade dran sind. Wir haben natürlich nicht nur unsere Homepage, sondern wir haben natürlich auch noch Facebook, was ihr natürlich auch noch nutzen könnt. Und neuerdings haben wir jetzt auch schon Instagram. Alle nötigen Links dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Findet ihr aber auch zum Beispiel, wenn ihr hier auf Info geht und dann ihr zum Beispiel auf Facebook oder auf Instagram oder zum Beispiel hier auch einfach auf die Webseite klickt. Sind natürlich auch hier unten jetzt Links natürlich auch noch angegeben. Für jeden, der nicht ganz genau weiß, wo die sind. Aber ich werde sie auch natürlich auch unten in der Videobeschreibung natürlich auch noch verlinken. Ich wünsche euch noch einen schönen gesegneten Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.